Um auf das Webinterface zuzugreifen, müssen wir, wie wir bereits wissen, ein ActiveX-Plugin installieren und das geht eben nur im Internet Explorer. Das heißt, wir können eben auch nur im Internet Explorer auf dieses Webinterface zugreifen. Jetzt ist es jedoch so, dass ihr auf den Videostream auch in anderen Programmen zugreifen könnt. Das heißt, ihr könnt die Kamera einmal einrichten und dann ist es egal, von wo ihr zugreift. Da könnt ihr zum Beispiel den VLC-Player nehmen. Den gibt es, soweit ich weiß, für Linux, Mac und Windows. Und wenn ihr hier auf Medien geht, Netzwerkstream öffnen, könnt ihr hier eine RTSP-Adresse eingeben. Und das funktioniert folgendermaßen. Da hier seht ihr es ja, RTSP, /@, dann die IP der Kamera, dann den Port, das ist 88. Und hier hinten könnt ihr entweder hinschreiben Video Main, Video Sub oder Audio. Das findet ihr aber alles auch in der Anleitung. Ich zeige es hier bei Video Main. Und wenn ich jetzt hier auf Wiedergabe klicke, dann öffnet er den Stream, beziehungsweise erst muss ich das Passwort noch eingeben. Und das mache ich jetzt. Und wenn das korrekte Passwort eingegeben wird, dann öffnet er den Stream der Kamera im VLC-Player. Das seht ihr jetzt. Gleich öffnet sich der Stream. So, jetzt seht ihr hier, ich habe Zugriff über den VLC-Player auf die Kamera. Und das geht eben nicht nur über VLC, sondern auch über andere Applikationen oder Überwachungssoftware, die eben so einen RTSP-Stream wiedergeben kann. Das, ihr seht also, ihr könnt auch in anderen Betriebssystemen auf den Stream zugreifen. Leider nicht aufs Webinterface, aber das ist nach der Einrichtung auch nicht mehr so wichtig.